Ja, hallihallo und schönen Abend. Heute an dem Freitagabend treffen wir uns von den Trailerpiraten mit der IG des Piraten-TVs zu unserer ersten Sendung, zu unserer Premiere, unsere Sendung namens So nah, in der wir so nah beieinander sitzen, um uns zu unterhalten, um eine kleine moderierte Diskussionsrunde anzustarten mit unserem heutigen Thema Alt gegen Neupirat. Ich übergebe an Christa, meine Mitmoderatorin. Und ich übernehme von Christopher, meinem Mitmoderator. Wichtig war uns bei diesem ganzen Projekt, dass wir uns selbst eine Frage stellen. Wer sind wir? Woher kommen wir Piraten? Und was wollen wir in der Politik bewegen? Das geht nämlich vom Persönlichen aus, vermuten wir. Und dann erst in die Politik. Und insofern werden wir auch uns spiegeln und andere Gäste einladen. Diesmal noch nicht. Genau, Gäste außerhalb der Piratenpartei, die wir dann auch irgendwann einladen werden. Heute haben wir nur Gäste von der Piratenpartei, denn das Thema handelt sich bei uns in der Sendung So nah heute um Alt gegen Neupiraten. Dafür haben wir zwei Alt- und zwei Neupiraten bei uns heute eingeladen. Zunächst mal Marion, hallo. Marion ist Neupiratin und also seit April 2012 bei uns und Industriekauffrau, und außerdem hat sie sich das Internet selbst erarbeitet und wird deswegen von ihren Freunden Technofreak genannt. Sie arbeitet gern an pragmatischen Dingen und hat, was die Alt- und die Neuen betrifft, hat sie die Beobachtung gemacht, dass die Alten etwas skeptisch gucken, wenn die Neuen mit zu viel Ideen auftauchen und zu schnell ganz viel Erfolg wollen und nach vorne preschen. Und das könnte den Alten eben nicht so gefallen. Genau, machen wir weiter. Unter den Altpiraten haben wir einen Ehrengast heute bei uns, nämlich den Johannes Ponader. Er ist politischer Geschäftsführer der Piratenpartei in Deutschland. Er ist Autor, Regisseur, Theaterpädagoge, und sein wichtigstes Thema, was ihn zur Piratenpartei geführt hat, habe ich bei mir zumindest stehen, ist das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Er sieht weniger Konflikte zwischen Alt- und Neupiraten, als mehr das als Konflikt zwischen den Menschen an sich, wenn ich das richtig verstanden habe. Er wird uns dazu nachher gleich mehr sagen. Weiter mit Christa. Wen haben wir noch in der Runde? Franz, auch Neupirat. Und hallo, und er ist, nennt sich einen ewigen Single, der sich auch das Internet oder seine Arbeit jedenfalls erfunden hat. Du bist im E-Business und dich interessiert, aber interessieren trotzdem auch die Holzmedien. Sie möchtest gerne die demokratische Qualität unseres Landes durch die Piraten verbessern. Ne? Ja. Und was, ja, hier muss ich nochmal gucken eben. Und der Franz ist unser Neupirat auch. Ja, das habe ich schon gesagt. Genau. Ja, ich wollte jetzt noch den Sinn der Neupiraten, siehst du, oder ihre Qualität darin, dass sie die Demokratisierung nochmal vorantreiben könnten, also vielleicht etwas Forscher sind, darin siehst du gerade einen Gewinn drin. Ja, auch ja. Modernisieren können. Mhm. Okay, modernisieren. Sollen wir ja gleich einsteigen. Genau. Zum Schluss haben wir hier noch neben mir den Andreas Witte. Er ist ein Existenzgründer, trat 2010, wir haben jetzt vorhin gehört, er hat es 2009 schon probiert, der Antrag ging aber erst Februar 2010 durch, weil ihn die anderen Parteien ein bisschen auch angekotzt haben, haben wir gehört, und er bei den Piraten sehr gut den Einstieg gefunden hat. Seine Themen sind das Klima, Verkehr und Sozialpolitik, die ihn zu den Piraten geführt haben, und er hält, dass unser heutiges Thema Alt gegen Neupirat, diesen Konflikt hält er für einen Scheinkonflikt. Weiter mit Christa. Ja, jetzt muss ich noch den Christopher vielleicht mal erklären. Ne? Christopher liebt das Brettspiel und Computerspiele. Gestern habe ich also stapelweise Brettspiele bei ihm zu Hause gesehen. Sehr beeindruckend. Und er interessiert sich für amerikanische Politik. Und er ist, wie gesagt, Neupirat. Und er mag auch noch eine andere Piratin, liebt er sehr. Jetzt nicht mich, um Gottes Willen. Nein. Obwohl ich der Christa gestern meine Brettspielsammlung gezeigt habe. Ja. Er ist sehr aktiv, als Neupirat sehr aktiv hier bei uns.
Also, und dann haben wir hier noch neben mir die Christa Ritter. Sie ist auch eine sehr engagierte neue Piratin. Wie hast du das genannt? Du experimentierst in einem Lebenslabor aus 4 Frauen und einem Mann. Genannt auch Harem, hast du das selber genannt. Sie gehört zu den 68ern, muss allerdings das Internet noch erobern und hat sich schon immer sehr für Medien interessiert. Und wir freuen uns sehr, dass sie uns heute auch für die Sendung hier mit mir zur Seite steht. Okay. Weiter mit Christa. Wir haben auch wichtige Fragen aufgeschrieben. Ja. Willst du gleich mal die erste Frage an unsere Runde hier stellen? Also wir wären ja nicht auf diese Frage gekommen, wenn es nicht doch da irgendwie ein ungutes Gefühl gäbe von beiden Seiten vielleicht. Jedenfalls gibt es 2 verschiedene Seiten innerhalb der Partei, die alten und die neuen. Und vielleicht gibt es die ja nicht. Ja, vielleicht gibt es auch nicht. Aber erstmal denke ich, das kann sich doch nur befruchten, wie der Enkel mit dem Großvater, aber vielleicht ist es auch ganz anders. Fragen wir einfach mal in die Runde. Maren, bist du ein echter Pirat? Und wenn ja, warum? Ja, bin ich. Okay. Das ist so ungefähr, wie wenn an Infoständen gefragt wird, warum soll ich euch wählen? Das ist eine derart globale Frage, aber sagen wir mal so, das, was aktuell unter Demokratie in Deutschland läuft, finde ich nicht, dass es noch so wahnsinnig den Begriff verdient, oder ich bin damit nicht einverstanden. Und das macht dich zum Piraten? Jetzt so auf die Stelle aus der Hand gehustet, ja. Andreas, wie sieht's bei dir aus? Was mich zum Piraten macht? Die Sache ist ja, dass die Satzung definiert Pirat als Parteimitglied. Und so gesehen bin ich mit erfolgreichem Mitgliedsantrag schon mal ein Pirat. Sehe ich anders? Ich sehe einen Pirat als Einstellungsfrage. Siehst du dich als Pirat? Ich sehe mich als Pirat und nicht als Parteimitglied, genau. Und ich sehe sehr viele außerhalb der Partei auch als Piraten, weil ich das eher als eine Einstellung, als eine Herangehensweise. Als eine Lebensweise. Genau, eine Lebensweise, wie auch immer, sehe. Und nicht als einen Mitgliedsbeitrag, den man ausfüllt, 38 oder jetzt 48 oder wie viel Euro sind es, bezahlt und dann ist man Pirat. Das ist ja vielleicht ein sehr typisch deutsches Phänomen, sich so zu rechtfertigen, sich so zum Piraten zu machen. Aber Pirat wird man auch aus Überzeugung und aus einer Lebensweise. Johannes, siehst du es ähnlich? Du bist ja auch ein Pirat. Ja, ich sehe das wie Andreas. Ich gehöre ja quasi auch zur zweiten Generation, noch nach der Bundestagswahl. Aber ich glaube, ich war auch vorher schon Pirat. Es war ein bisschen anders, als du es dargestellt hast. Mich hat das Thema Grundeinkommen abgehalten, bei den Piraten einzutreten. Also ich würde sagen, ich bin Pirat, weil ich die Grundwerte teile, weil ich jeden Satz im Grundsatzprogramm sofort mit meinem Namen unterschreiben kann. Und das macht mich zum Piraten. Also zu gucken, in diesem sozialen Feld teile ich die Werte, teile ich die Ideale von diesem sozialen Feld. Und ich habe dann gewartet, Mitglied zu werden, obwohl ich schon in Kontakt war, weil ich den Kampf um Grundeinkommen ja oder nein nicht führen wollte in einer Partei. Den hatte ich in anderen Kontexten schon geführt. Und ich habe mir es angeguckt, mir hat die Gesprächskultur sehr gut gefallen, die politische Kultur. Da habe ich gern mitgewirkt, aber ich habe quasi mit dem Parteibuch, mit diesem formell Pirat werden gewartet bis nach dem Reset-Beschluss in Chemnitz. Und als das dann quasi dieses... Wann war das, in welchem Jahr? Das war 2011, 10. war das im... 10, 11? 10, 11. Nee, 11. 11, 11. 11, November 2011 war das dann... Bestimmt, kann es sein, so... Ich weiß es nicht mehr. Chemnitz. Nee, 2011 ist ja gerade erst gewesen. 2010 in Chemnitz. Und da war ja dann die Grundsatzentscheidung für bedingungsloses Recht auf sichere Existenz und Teilhabe. Und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt hat die Piratenpartei sich entschieden, in welche Richtung es gehen soll. Ob quasi das wie das Liberale sich im Sozialen ausgestalten soll. Und als das dann für mich okay war, dann habe ich den Haken drunter gehabt. Das wäre für mich noch der Killer, das Killer-Argument gewesen, der Dealbreaker. Und dann habe ich gesagt, jetzt passt alles. Jetzt kann ich komplett mich auch formell als Pirat erklären. Du sagst jetzt zwar, du verweist auf die sozusagen auf das Programm der Piraten, aber du hattest eben sehr spontan, schien mir, auf Andreas geantwortet, dass du vielleicht auch diese Einstellung, dass es eine Einstellungssache ist. Genau, weil das Parteiprogramm der Piraten konnte ich auch vorher schon unterschreiben. Ich habe sie auch vorher schon gewählt, wie viele, die dann Piraten geworden sind, weil ich mich damit komplett identifizieren konnte. Das ist dann nur die Frage mit dem Parteibuch. Ich meine, wir kennen das ja, wenn auf Aufstellungsversammlungen plötzlich Kandidaten stehen, die die Versammlung siezen
und sagen, ich kann Ihnen anbieten, ich kann für Sie im Parlament, und man, das ist quasi so der Eintrittszettel bei den Piraten, spitzt noch aus dem Revers. Dann denkt man erstmal, okay, der hat das soziale Feld nicht verstanden. Und dann habe ich auch Aufstellungsversammlungen erlebt, da waren Kandidaten, die sind eine Woche vorher Mitglied geworden, die waren aber seit mehreren Jahren schon Teil des sozialen Felds und haben mitgemacht. Denen war das aber nie wichtig, einzutreten, oder sie hatten einen faktischen Grund, weil sie vielleicht in der NGO engagiert waren, in einem netzpolitischen Feld, wo sie sich aber nicht leisten konnten oder wollten, jetzt politisch dieses Statement zu machen. Das muss nicht ein netzpolitisches Feld sein. Oder in einem anderen Feld, genau. Also, da waren immer schon Piraten im Grunde. Ja. Und das ist dann völlig in Ordnung, weil jemand die Werte teilt, weil jemand im Grunde das Grundsatzprogramm atmet und auswendig könnte. Kannst du das mal benennen? Also diese Werte? Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich würde auch gern vom Franz hören. Ja. Bist du ein echter Pirat? Und wenn ja, warum? Also ich denke schon, dass ich ein echter Pirat bin, weil es gibt eben diese beiden Punkte, die ihr jetzt erwähnt habt, wie der Andreas gesagt hat, das muss eigentlich von innen herauskommen. Und so ein innerer Pirat bin ich, glaube ich, schon immer gewesen, schon als kleiner Junge. Und das, warum ich jetzt dieses Jahr erst eingetreten bin, auch das, da habe ich auch eine Parallele wieder mit dem Andreas, liegt eigentlich daran, dass die etablierten Parteien in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus meiner Sicht heraus nicht mehr wirklich demokratisch und nicht mehr wirklich im Sinne des Volkes arbeiten, und mir dann nach einigen Skandalen jetzt die Geschichte mit Herrn Wulff und so weiter, ist mir der Kragen geplatzt, und da habe ich gesagt, so, jetzt will ich was machen. Dann habe ich mir alle Parteien angeschaut, die in Frage kommen, also es gibt auch welche, die nie in Frage kommen, also alles, was rechtsradikal ist oder so etwas, und die etablierten, da muss ich leider bei allen sagen, da war die Übereinstimmung der Themen mit meiner inneren Einstellung nicht so hoch wie bei den Piraten. Bei den Piraten konnte ich die meisten Haken dahinter setzen und sagen, das passt, und da kann ich was bewirken, da kann ich was vorantreiben und optimieren. Und deswegen habe ich mich dann im April entschlossen, hier Mitglied zu werden. Fühlst du dich jetzt als Neupirat oder eher als Altpirat? Ich fühle mich immer noch als Neupirat. Was daran liegt, deswegen bin ich auch, glaube ich, hier eingeladen worden, dass es ein bisschen holprig losging, bis ich erstmal so einen Fuß gefasst habe. Im Prinzip sogar, muss ich sagen, bis gestern sozusagen. Es gibt so ein paar Wiki-Profil neu erstellt. Wir haben uns vorher unterhalten über das Wiki-Profil, wo ich ein bisschen dran gebastelt habe. Und ich bin ein Online-Spezialist, habe eigentlich Erfahrung mit sowas, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann war ich hier mit Kollegen der Piratenpartei zusammen, und dann habe ich gehört, okay, es liegt nicht an meiner Dummheit, sondern da sind ein paar Fehler und Bugs und das funktioniert nicht oder beziehungsweise ist nicht erklärt. Ja, und seit gestern habe ich jetzt endlich auch mein Profil drinnen und kann jetzt langsam anfangen, auch mitzuteilen, für was ich stehe, für was ich mich einsetzen möchte. Und es geht halt jetzt langsam los, dass ich vom neuen Piraten vielleicht zum etwas etablierteren Piraten werde. Maren, du siehst dich doch auch als neue Piratin, oder? Aber du bist schon länger dabei. Die Maren heißt Marion. Marion. Entschuldige. Marion. Ich bin tatsächlich auch seit April dabei. Ich weiß gar nicht, warum wir irgendwie alle irgendwie im April den Zugang gefunden haben. Aber bei mir ging es ganz schnell mit den Piraten. Da standen die Sterne ganz besonders. Ach so, okay. Ja. Weißt du besser? ich mache relativ oft Wahlhelfer. Also einfach so halt, warum? Irgendjemand muss eine Demokratie anpacken. Also mache ich es halt. Und da war das eben so, dass 2009 ich in meinem Bezirk schon zu viele Stimmen für die Piraten hatte, als dass es irgendwie eine Spaßpartei sein konnte. Also wie die Biertrinkerpartei oder so. Und da hatte ich sie dann das erste Mal im Kopf. Und dann fing es ja, ich glaube, vielleicht war es das der Grund im April, dass eine unglaubliche Diskrepanz war zwischen dem, wie über die Piraten berichtet wurde. Also das war ja eigentlich nur negativ. Und aber andererseits wurde darüber berichtet, dass sie einen unglaublichen Zulauf an Mitgliedern haben, die ersten Wahlerfolge. Aber du siehst dich als Neupirat, obwohl du schon so lange aktiv dabei bist. So lange, seit April. Und du sagtest, seit 2009 warst du als Helferin. Nein, da war ich Wahlhelferin. Ja, aber bei der Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl. Im Wahllokal. Genau. Aber du hast dir mitgeholfen bei den Piraten 2009? Nein. Das ist ein Stück. Eine Bundestagswahl. Falsch verstanden. Falsch verstanden. Zettel hier aus. Ah, genau. Ich habe dich falsch verstanden. Also da war das dann halt. Siehst du als Neupirat einen Unterschied zwischen Alt- und Neupiraten? Nein. Also sag mal so, für mich persönlich nicht.
in der, wenn ich als anonyme Masse anonym angesprochen werde, ja. Also wenn ich eben im Internet dann diverse Blogs oder Foren oder sonst irgendwas sehe, dann nehme ich das schon wahr. Mir persönlich ist es noch nie begegnet. Aber du liest es, wenn die Leute was anonym im Internet schreiben, da siehst du schon. Du hast uns ja gesagt, dass man scheel angeschaut wird als neuer Pirat. Also ich habe das nie auf mich persönlich bezogen. Sondern allgemein. Sondern allgemein, dass, aber ich finde es eigentlich relativ natürlich, wenn neue in eine Gruppe kommen, dass man vorsichtig guckt. Was macht der? Will der uns kaputt machen? Ja. Hat er irgendwelche Hoch- oder auch jetzt gerade in der jetzigen Zeit hat er irgendwelche hochfliegenden Karrierepläne? Mhm. Aber das mir persönlich gegenüber war das. Dem widerspreche ich. Also ich weiß nicht, ich habe es nicht so erlebt, dass man Neupiraten per se grob anschaut. Okay. Ich würde eher sagen, Piraten sind dann noch echt die offenste Organisation, was neue Mitglieder angeht. Also ich weiß nicht, ich bin Zugreister hier in diesem Land und das heißt letztendlich, wenn ich versuche, in einen lokalen Trachtenverein einzutreten, da ist das schief angeschaut werden ein ganz anderes, wie jetzt beim Piraten. Ja, okay, der ist halt jetzt neu und ja, dann kennt man halt seinen Namen noch nicht, spricht man den halt mit Duel an und dann ist die Lösung eigentlich fertig. Mhm. Bei einem Trachtenverein mindestens 2 Generationen und dann vielleicht wird man mal vielleicht als Trommler im Umzug eingesetzt. Das ist ein ganz anderes, also Piraten sind da viel schneller, sowas zu adaptieren. Man muss aber trotzdem auch sagen, dass viele Piraten einfach die Angst haben, dass durch wir sind für alle offen und dass wir haben noch kein Programm, halt eben Leute angezogen werden, die unsere Offenheit falsch verstehen. Die Kehrseite davon ist, die habe ich kennengelernt. Also die gibt es nämlich auch, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, dass nämlich man sehr aufgefordert wird, sofort, wenn man in die Tür reinkommt, zeig doch mal, wer du bist oder was du auch machen könntest oder wofür du dich interessierst. Das heißt, du wirst erstmal sehr wichtig genommen und wesentlich gefunden und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Parteien überhaupt nicht so ist. Da musst du dich von unten raufziehen über viele Jahre und das ist es dann. Also die Erfahrung von anderen Parteien habe ich nicht, aber ich habe es in Heißenberg miterlebt, wie sehr ich da gefragt worden bin und auch durchaus sehr kritisch befragt worden bin, so nach dem Motto, was weißt du über die Piraten, wie lange bist du dabei und, und. Aber da kommt es eben auch darauf an, wie man das auffasst. Also ich bin da zwar, oder jemand könnte sagen, ich bin zerfleischt worden mit Fragen, aber ich habe das sehr positiv empfunden, weil das Interesse da war. Und weil die Fragen auch nicht irgendwelche dummen Fragen waren, sondern das waren durchaus berechtigte Fragen. So, wer bist du? Was machst du hier? Wie du sagst, willst du uns eher stören und was kaputt machen oder bringst du wirklich auch was ein? Ich frage mich, wer die Fragen im Publikum alle gestellt hat an dich. Und da gab es mehrere. Ich hätte eine Frage an den Johannes. Du bist ja auch schon länger dabei. Du hast jetzt, wir hatten vorhin kurz gesprochen und im Handy nachgeguckt. Ab 2009, waren es 13.000 Mitglieder? 12.000. Und jetzt haben wir 35.000 Mitglieder in etwa. Das bedeutet, die Mehrheitsverhältnisse, die früher vielleicht bestanden haben, haben sich durch die vielen Neuen vielleicht ein bisschen verändert. Was hat sich denn in deinen Augen hier verändert mit diesen ganzen Neupiraten, die nach der Wahl dazugekommen ist? Und wo siehst du hier ein Konfliktpotenzial? Ja, was hat sich verändert? Also zum einen glaube ich natürlich, dass die Menschen, die neu zu den Piraten kommen, die werden ja von was angezogen. Die sagen ja nicht einfach so, ich habe mal Lust auf Partei und nehme irgendwo Finger rauf, runter, irgendwo stehen bleiben, oh Piraten, okay, dann die. Sondern die treffen ja, sagen wir, bei euch ja auch gehört und bei uns dasselbe, egal wann man eintritt, ja eine bewusste Wahl. Mhm. Und die bewusste Wahl, die beeinflussen ja alle die schon dabei sind. Mit dem Programm, das sie machen, mit dem sozialen Feld, das sie aufbauen, mit der Atmosphäre, die sie ausstrahlen, mit dem, wie wir öffentlich wirken. Und jedes Mal, wenn wir programmatisch einen Schritt nach vorne gehen, wenn wir von unserer Wirkung einen Schritt nach vorne gehen, dann senden wir Signale aus, nach außen, wie wir sind. Und wer sich von den Signalen angezogen fühlt, der kommt dann natürlich dazu. Insofern, so diese Konflikte, die wir in der Piratenpartei mal hatten, also klassisch Kernis gegen Follies, sollen wir es machen wie in Schweden, wo man sehr lange an einem Kernprogramm festgehalten hat und gesagt hat, nein, ja, keine Programmerweiterung, lasst uns mal bei diesen Netzpolitik, Innensicherheitspolitik-Themen bleiben. Das ist unser Kerngebiet, davon verstehen wir was. Und bitte jetzt nicht in die Sozialpolitik rübergehen, in die Ökologie rübergehen.
das war so ein Konflikt. Und natürlich hat diese Programmerweiterung Leute angesprochen haben, die vielleicht mit den Kernthemen weniger anfangen konnten. Und da haben sich die Verhältnisse verändert. Es wurde weiter und breiter. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben Menschen angezogen, die dieselben Grundwerte aber in ihrem Bereich leben. Also wenn ich mal Beispiel Ökologie nehme. Unser Fachthema ist, ich sage immer, wir sind keine Netzpartei, sondern eine Partei der Vernetzung. Wir verstehen, wir haben im Internet gelernt, was Plattformneutralität heißt, nämlich, dass sich Menschen auf Augenhöhe gleichberechtigt begegnen können. Jedes Datenpaket im Internet wird gleich schnell befördert, egal was da drin ist. Das hat keinen zu interessieren, da gibt es keine erste oder zweite Klasse. Das ist die Plattformneutralität. Das wünschen wir uns im Staat, in der Demokratie, deswegen Basisdemokratie. Das wünschen wir uns in der Ökologie, dass nicht der eine es kaputt machen darf und der andere nicht. Zensurfreiheit ist eins unserer Werte, das wünschen wir uns in der Sozialpolitik, das wünschen wir uns wieder in der Ökologie. Wir deklinieren quasi Grundwerte, man könnte auch sagen Freiheit und Solidarität, das sind so die beiden Grundwerte, und die immer wieder neue Politikbereiche. Und da kriegen wir natürlich Experten, die jetzt im Bereich der Ökologie, im Bereich der Außenpolitik, wir haben viel Innenpolitik zuerst gemacht, die im Bereich der Sozialpolitik diese Grundwerte auch durchdeklinieren können und damit gezielt auch unsere Kompetenzen erweitern können. Und wenn das gelingt, ist es natürlich für alle ein Riesennutzen und Gewinn. Also du siehst nur eine Kompetenzerweiterung mit den vielen neuen Mitgliedern und keine Konflikte, die davon begleitet werden. Natürlich kommen auch Konflikte. Also wenn dann irgendwie Nazis das falsch verstehen und sagen, boah, die Piraten sind die mit der Meinungsfreiheit, hier kann ich endlich den Holocaust leugnen, dann kommen natürlich Konflikte, weil dann müssen wir ganz klar sagen, ey, sorry, du hast da was falsch verstanden. Das mit der Meinungsfreiheit ist schön und gut, aber wo es menschenverachtend wird, da hat das eine Grenze. Und dann gibt es einen ganz klaren Konflikt und dann dauert das teilweise bis zu den Schiedsgerichten und so, bis wir die wieder los sind. Also das ist jetzt ein extremes Beispiel. Ja. Und solche Konflikte kann es natürlich auch woanders geben, dass jemand irgendwie unser... Naja, ich sehe einen ganz anderen Konflikt, der sich immer wieder systematisch einschleift. Und zwar, wir sagen auf der einen Seite, wir sind für etwas oder das und das, diese und diese Position ist piratisch. Du sagst gerade Solidarität. Solidarität ist auf vielen tausend Ebenen definiert von... was weiß ich, der SPD so oft und da kann man Bücher drüber schreiben, wie oft die definiert ist und wie unterschiedlich die auch definiert ist. Und das, wenn man jetzt sagt, Piraten sind solidarisch, dann heißt nicht, dass alles, was solidarisch oder unter solidarisch verstanden wird, piratisch ist. Und diesen Abgrenzungskonflikt mit dem Umkehrschluss, den sehe ich echt kritisch. Und da, denke ich, kommt der größte Konflikt, weil wenn wir sagen, wir sind jetzt solidarisch, dann kommen alle die meinen, ihr Begriff von Solidarität würde von den Piraten vertreten und stellen innerhalb der, was weiß ich, AG Solidarität oder was auch immer es da gibt, dann fest, dass letztendlich ihr Begriff nicht der alleinige ist, den sie jetzt privilegiert in die Piratenpartei hineintragen können. Ja, wenn du eins nur quasi rausgreifst, einen Wert, der dir gefällt oder eine Forderung und den Rest vergisst, weil quasi nur die Kombination, deswegen habe ich beides genannt, aus Freiheit und Solidarität. Da wird es spannend, weil wenn du guckst, wo das zusammenkommt, das ist relativ selten in der Politik. Das ist genau unser Spezialgebiet. Aber wenn du dich nur die Freiheit nimmst, dann bist du bei der FDP. Oder nur die Solidarität, dann bist du irgendwie bei der SPD, Linkspartei oder sonst wo. Und dann hast du es eben nicht zusammengedacht. Und wir haben im Netz gelernt, dass es eben zusammengeht, Freiheit und Solidarität. Aber ist das? Ja, ich würde auch sagen, das würde ich auch von euch gern wissen. Zum Beispiel diese Begriffe Freiheit und Solidarität, die hat ja schon Marx gefordert. Oder die gab es in den großen ideologischen Kämpfen, Kommunismus, Sozialismus und so weiter. Und es ist alles baden gegangen. Ihr vermute ich mal, oder wir, die wir aus dem Netz kommen oder mit dem Netz doch sehr viel zu tun haben, für uns sind das... füllen sich diese Begriffe mit anderen Inhalten. Und dazu würde ich gerne was von euch wissen. Wie ist denn die Freiheit zu definieren von Menschen, die das Netz als erste Heimat verstehen, anstatt jetzt hier dieses hier? Ne? Ja, auf dem Tisch. Oder eben Solidarität, genau darauf, das muss was anderes sein. Genau, und das würde ich gerne mal wissen. Ich, sagen, weil, ja? Ich bin zwar ein Medienmensch und ein spezialisiert auf E-Business. Aber wenn die Piraten sich nur weiterhin als Netzpartei definiert hätten, wäre ich nicht dazu gegangen. Sondern eben gerade diese ganze Presse, die stattgefunden hat, auch die Gewinne, auch die Geschichte mit den Rechtsradikalen, die hier mitmischen wollten und so weiter, das hat mir gezeigt, okay, die Partei öffnet sich und sie hat in ganz bestimmten Themenfeldern die Statements, die ich auch gut finde. Und wo ich auch wirklich sagen kann, da stehe ich dahinter. Das ist nicht zu 100%ig, sondern vielleicht zu nur 90-95%. Aber wenn ich einsteige, dann kann ich bei den letzten Prozent auch noch mitmischen und sagen, Moment mal, vielleicht
eine kleine Kurve drehen oder sowas, weil es gibt eine andere Möglichkeit, das umzusetzen oder so. Aber dadurch, dass sich die Politik entsprechend geöffnet hat in diese verschiedenen Themen hinein, dass man jetzt auch nachdenkt über Alterspolitik, Rentenpolitik und so weiter, das fand ich gut. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist es keine Nischenpartei mehr, sondern jetzt ist sie wirklich für alle da und jetzt kann sie auch wirklich was bewirken. Und das war letztendlich auch mit ein ausschlaggebender Grund, warum ich gesagt habe, ich komme dazu. Das würde ich gerne aufgreifen. Maren, wie sieht es bei dir aus? Du als Neupiratin, wie wurdest du empfangen? Kannst du dich einbringen, überall wie du möchtest? Oder siehst du da irgendwelche Grenzen, die dir vorgesetzt werden von der Partei oder von Altpiraten oder von irgendwas? Nein, gar keine Grenzen. Also beziehungsweise es war ja eben, dass ich, oder mein Flash war eben bei der Infoveranstaltung, wo ich war. Und wo ich also da haben sich alle AGs vorgestellt und überhaupt eben Piraten. Und diese Begeisterung war zu spüren. Diese Begeisterung, was verändern zu können. Und auch diese Idee, dass es eben jetzt keine Lobbyisten waren, es waren keine Politiker, sondern was nicht in der AG Gesundheit sind Ärzte, Patienten und also es sind alles Fachleute. Und eine Piratin hat gesagt, also die waren dem Tag so ganz begeistert und sagte, es kommt mir hier vor in der AG immer wie, als ob wir eine neue Idee gebären. Sie kämen eben immer raus mit neuen Ideen und das war das, was mich fasziniert hat. Und, aber von dieser Schier an AGs wusste ich nicht, wohin. Und dann habe ich eben gesagt, wo kann ich helfen? Und dann hieß es Verwaltung. Und dann bin ich eben gelernte Industriekauffrau, es bietet sich an. Also habe ich gesagt, okay, mache ich. Und da hat auch keiner gefragt, von wegen, wer bist du, kannst du das überhaupt, darf die das, sondern ich habe eben eine Datenschutzschulung bekommen und dann hat man mir das gezeigt und dann mache ich das. Und über diesen Zugang, oder darüber habe ich dann eben diesen einen Zugang bekommen und andererseits habe ich natürlich auch ganz brav einen Twitter-Account und da bin ich dann natürlich dann auch in Kontakt gekommen. Da habe ich diese Informationen bekommen, da habe ich auch diese Denkweise, also ich fühle mich jetzt nicht so wirklich als Neupirat. Ich würde gerne nochmal auch in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, den Andreas fragen. Hinter dieser Sache steckt doch, du nennst es eben, die Frau hat gesagt, ach, ich habe so viele Ideen bekommen. Aber dahinter steckt doch irgendwas anderes. Und du hast es eben auch irgendwo angesprochen. Was ist das? Ist es überhaupt diese Idee, die Idee praktischer Politik? Oder ist es nicht doch, zum Beispiel könnte ich spekulieren, also ein Gemeinschaftsgefühl. Ich hab vor zwei Wochen einen Leserbrief in der SZ veröffentlicht. Da ging es um einen Erdinger Nicht-Piraten, um einen Erdinger auch Parteimitglied, kann ich jetzt nicht spekulieren, aber ich würde ihn jetzt einfach mal als Parteimitglied hinstellen. Der wurde dann vom Stammtisch als Pressesprecher benannt und ist dann halt eben mit einer Mordsabrechnung in der SZ wieder von dannen gezogen. Und dazu habe ich einen Leserbrief geschrieben, dass man letztendlich dass ein Pirat nicht mit seinem, der hat vielleicht schon ein Konzept, vielleicht. Nicht alle Piraten haben eins für irgendeine konkrete Lösung, aber der geht mit seinem Konzept rein und lässt es zu, dass andere sein Konzept kritisieren, es verbessern und ja, das ist letztendlich wie Diamantenschleifen. Ideen sind wie Diamanten, man kann sie nur miteinander bearbeiten. Und dadurch geht er dann mit einem besseren Konzept wieder nach Hause. Und das ist, glaube ich, das, was den Reiz bei den Piraten ausmacht. Stimmt. Also das, die Vernetzung mit vielen, nicht? Ja, ja. Dieses mit allen Abtesten, das passt. Ja, sicher auch. Wir sind ein Netzwerk als Partei. Ja. Also wir kennen uns mit Vernetzung aus, mit vernetzten Systemen. Mhm. Und zwar politisch in der Ökologie oder im Urheberrecht. Vernetzung, Informationsflüsse. Wie fließen Informationen von Kreativen zu Nutzern und die wieder nutzen? Die sich wieder aufladen. Dieses, 2.0-mäßige, dass sich auch die Trennung sich aufhebt zwischen oben, unten, Hierarchien. Und dasselbe wäre schlimm, wenn wir das nicht als Partei auch hätten. Diese Vernetzung, dieses schnelle Zugang zu Informationen, dass wir sehr schnell merken, was kann jemand, welche Talente bringt jemand mit, was versteht er, dass wir ihn sehr schnell ranlassen an Informationen, eben nicht zensieren. Genau das, was wir im Internet fordern, Freiheit, freier Fluss, ihn auch ranlassen an die Informationen, mitmachen lassen, gleichberechtigt ihn ranlassen an die Tools. Das, was du im Grunde genauso, wenn du deinen PC oder deinen Rechner einmal laufen hast, du kannst sofort
sofort mitmachen. Du brauchst nur noch das Verständnis. Und da haben wir dann wieder auch unter uns Piraten die Solidarität, dass wir uns eben auch unterstützen. Und wenn jemand, das hakt dann im Wiki, weil die Seite nicht geht, dann findest du jemand anderen und der hilft dir. Genau. Und im Grunde sind damit die Piraten idealerweise ein, wenn es gut klappt, ein Muster dafür, wie wir uns soziales Zusammenleben und politische Lösungen auch vorstellen. Also die politische Lösung für eine Partei. Deswegen haben wir ja auch diese Hacks im Parteiensystem, dass wir als Einzige die Doppelmitgliedschaft erlauben. Also zu der Frage vorhin, was ist ein Pirat, da fällt mir dann gleich die Susanne Wiest ein, die als politische Aktion in 6 Parteien gleichzeitig eingetreten ist. Und zwar allen Bundestagsparteien und den Piraten mit einem Brief. Ich trete zum heutigen Tag bei Ihnen, der SPD, der FDP, der Grünen, der Linkspartei und den Piraten ein. Die Einzigen, die sie genommen haben, waren wir. Weil wir ja mit Doppelmitgliedschaften kein Problem haben in mehreren Parteien. Die anderen haben alle den Brief zurückgeschickt und haben gesagt, sorry, geht nicht. Also diese piratige Aktion, es war ihr natürlich klar, dass sie nur bei uns eine Heimat findet mit der Aktion, aber sie hat quasi gezeigt, mir geht es nicht darum, ein Fähnchen jetzt zu schwenken und meins ist orange und das Gelbe oder das Rote ist böse, sondern mir geht es darum zu zeigen, ich als Mensch passe halt nur mal dahin, weil wir darum, Piraten so gebaut sind. Aber genau das war auch der Punkt, warum ich nach meinen ersten Erfahrungen bei den Piraten noch ein bisschen mehr begeistert war, weil eben für mich ein Grundverständnis von Demokratie zugelassen wurde, nämlich auch andere Meinungen. Mhm. Jeder darf mitreden. Jeder darf seine Meinung sagen, es wird dran geschliffen, es wird optimiert und das ist für mich Demokratie. Es ist für mich keine Demokratie, wenn von oben herunter ein Programm vorgegeben wird und die unten dürfen nur applaudieren und vielleicht noch Ja sagen und dann war es das. Naja, so aber ganz so ist es übrigens, glaube ich, nicht bei den Parteien. Ja, aber es gibt Leitanträge und ich übertreibe mal ein bisschen. Okay. Ja, es ist ein Riesenunterschied, ob ich irgendwann, ich sage das immer wieder jetzt, wenn Sie uns fragen, mit den Umfragewerten zum Beispiel, warum wir Piraten regelmäßig im Wahlkampf die Umfragewerte schießen nach oben und wenn dann der Wahlkampf wieder vorbei ist, dann sacken die nach einer gewissen Weile, wo die oben waren, immer ab. Das ist regelmäßig, das ist erwartbar bei uns. Und das ist klar, das liegt an zwei Sachen. Zum einen das demokratische Prinzip. Wir machen das Parteiprogramm eben nicht mal so über die Woche, indem die Parteivorsitzenden halt mal wieder eine neue Parole rauswerfen, sondern die politischen News entstehen bei uns erst, wenn wir die Wahlprogramme oder das Grundsatzprogramm schreiben. Ein, zweimal im Jahr. Und das Zweite ist, bei uns kriegst du halt dann nicht irgendwann ein Briefchen, so dein Delegierter hat am Parteitag für dich beschlossen Folgendes, bitte geh jetzt raus, spann dein Schirmchen auf und vertritt es bei den Bürgern. Sondern du warst selber beim Parteitag, du hast selber darüber abgestimmt. Du hast dafür oder dagegen gesprochen. Entweder hat deine Stimme die Wirkung gehabt, dass der Antrag angenommen wurde, vielleicht wurdest du auch überstimmt. Aber dann hattest du Leute neben dir, die konnten dich auch noch überzeugen oder sie konnten mit dir reden darüber. Und dann vertrittst du die Sachen am Wahlkampfstand ganz anders. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, wie bei uns Demokratie gelebt wird, als es wirklich in allen anderen Parteien ist. Ja, vor allen Dingen in vielen anderen Parteien hat man ja auch noch die Ideologie als Grenzzaun mehr oder weniger drum herum gesteckt, um das thematische Feld. Und das ist zum Teil wird es sehr obskur, wenn man sich zum Beispiel die Grünen anschaut. Auf der einen Seite ja, Klimapolitik, auf der anderen Seite Umweltpolitik. Ja, aber was ist jetzt nun, wenn es kollidiert, dann entbrennt da dann entbrennt da ein Kampf. Der innere Konflikt wird nicht gelöst. Genau. Und das ist unsere Stärke, genau. Innere Konflikte zu lösen, in uns selber. Das trifft die anderen Parteien auch. Ich meine, schaut mal an, christlich-soziale Union, was da christlich-soziale oder eine Union ist. Also manchmal passt überhaupt kein Wort mehr davon. Christlich und sozial, am wenigsten Union. Entstehen diese inneren Konflikte dadurch, dass wir einfach so offen sind und jeden reinlassen, der bei uns einen Antrag stellt? Du hast das Beispiel genannt mit dem mehrfach. Alle dürfen reden, richtig? Entstehen nicht dadurch auch Konflikte? Und so weiter, natürlich gibt es die Konflikte. Und es wäre jetzt auch, wenn wir jetzt hier so alles Friede, Freude, Eierkuchen, Integration ist super easy und so hier machen würden, es würde jetzt auch nicht dem gerecht, dass wir natürlich auch Trolle haben in der Partei, die wir halt als Trolle empfinden oder so nennen, die, wo wir irgendwie nur genervt sind, weil sie mit ihrem Spezialthema nicht aufhören wollen. Oder Leute haben, die irgendwie ihr Leben lang an einem politischen Projekt waren, wo sie jetzt genau glauben, die Piraten müssen das jetzt umsetzen, die aber nicht rechts und links gucken wollen. Und die Neupiraten gibt es natürlich auch. Die gehen dann meistens frustriert nach einer gewissen Weile wieder. Und da sitzt jetzt wahrscheinlich hier gerade keiner, zumindest fühlt es sich nicht so an. Und das kann dann schon auch mal sein, dass so jemand dann das Gefühl hat, ich bin hier nicht richtig
Und dann ist er vielleicht auch nicht richtig. Also das wäre jetzt, wenn wir es jetzt gar nicht ansprechen, hier natürlich auch ein bisschen ausgeklammert. Und dann gibt es halt noch, also ich weigere mich, über Neu- oder Altpiraten zu sprechen, aber dann gibt es noch viele Mitglieder, die, weiß nicht, die sind gar nicht aktiv oder denen geht es irgendwie, weiß nicht, am allerwertesten vorbei. In Bamberg hatten wir eine Aufstellungsversammlung, da waren 16, 17 Leute da und 180 gibt es in Bamberg statt. Und komischerweise ist es halt ein junger Spund geworden, obwohl da sich ein Altpirat seit Jahren krumm legt, da was zu bewegen. Und woran liegt das? Da hatte seine Familie mit dabei. Die Familie hat abgestimmt. Ja, 8-8 Stimmen und dann hat die Münze entschieden. Ach so. Und ich weiß nicht, also da gibt es vermutlich eher Konflikte an solchen Stellen. Dann gab es den mit frustrierten Piraten, die nicht gewählt wurden, nein, oder? Ja, dass letztendlich Altpiraten sich, oder jetzt nehme ich es halt mal her, das Wort, dass Altpiraten sich jahrelang, 2-3 Jahre, auch schon mit BUFO-Beteiligung und sonst was, wirklich dafür ins Zeug legen, da was vorwärts zu bringen in der Region und dann kommt da jemand, haben. Na, nicht den Anspruch, sondern dann kommt da jemand daher und Sonntag. Und, nicht sagt ab, sondern bringt seine Familie noch mit und die treten alle am besten noch auf der Aufstellungsversammlung ein und den 180 anderen ist es egal, die sind nicht da. Und, Die kapern. Gut, aber das ist, glaube ich, wirklich ein Sonderfall jetzt in der Bundestagswahl, wo wir einfach sehr, sehr viele Direktkandidaten aufstellen und wo sowas in Einzelfällen, denke ich, passiert. Ich weiß nicht, wir haben ja noch das andere Protokoll mit den 3 Stimmzetteln, einer Nein und 2 für einen Ahnungslosen. Also in kleinen Wahlkreisen, genau, wo es einen Direktkandidaten gibt und sehr, sehr wenig Piraten, die abstimmen, kann sowas durchaus passieren. Genau. Aber findet ihr, das gibt einen Frust von Altpiraten, die sich jahrelang wirklich krumm buckeln und dann vielleicht nicht gewählt werden? Also natürlich, in so einem Fall gibt es einen Frust. Und ich glaube, das ist so eine Grundsatzentscheidung. Natürlich könnten wir sagen, es wäre piratig, gar keine Direktkandidaten aufzustellen, weil wir sagen, die werden sowieso nicht gewählt, das ist ein Riesenstress. Und da können solche Probleme entstehen, weil es sind manchmal wirklich Aufstellungsversammlungen mit 3, 5, 8 Mitgliedern. Aber es sind ja auch Parteitage. Von Bezirks, Bunde, oder da entsteht das Problem ja nicht so stark. Das ist jetzt wirklich so extrem bei diesen kleinen Veranstaltungen. Aber ich glaube, auch damit müssen wir leben und da können wir als Partei relativ gut mit leben, dass wenn wir nach vorne gehen, dass wir was riskieren, dass wir sagen, nein, wir wollen das mit den Direktkandidaten. Das ist wichtig. Die repräsentieren als ein Mensch unsere Themen in dem Ort hier und sind erreichbar, sind ansprechbar. Wir wollen es mit den Direktkandidaten, dann machen wir das halt. Und dann geht es halt irgendwie in 10, 12 Kreisen auch ein bisschen schief, dass der seine Familie mitbringt und gewählt wird. Also wenn er wirklich gegen unsere Werte geht, dann verliert er auch dieses Direktmandat relativ schnell. Da gibt es parteiintern gute Möglichkeiten, dafür zu sorgen. Aber wenn er einfach nur... Der Landesvorstand sowieso die Wahl wieder... Dann kann er das annullieren, dass diese Möglichkeit gibt. Aber das macht man natürlich nur, wenn jemand dann irgendwie durch Äußerungen auffällt, wo man merkt, der also zum Beispiel rechtsradikale Äußerungen, sowas würden wir nicht tolerieren. Aber ansonsten müssen wir damit leben, demokratisch. Wie viele Parteitage haben wir schon gehabt, wo wir uns irgendwie 3 Stunden lang an Geschäftsordnungssachen aufgehalten haben? Das sind alles Lernprozesse. Und zu den Lernprozessen gehört auch die Integration von Leuten, die neu dazukommen, in ein soziales Feld, was bereits besteht, dazu. Weil das, was wir, glaube ich, nie vergessen sollen, ist, was wir momentan hier machen, ist, wir entwickeln eine enorme Kompetenz darin, wie sich bürgerschaftliches, demokratisches Engagement organisiert. Wenn bei uns irgendwas schief läuft, dann kann man gucken, welche Herausforderungen wir uns eigentlich stellen. Eine Politik, wo jeder mitmachen kann, ohne Barriere, ohne Zugangshürden. Und wo sowas Gutes rauskommt, wie das, wenn ich in unsere Programme reingucke. Wenn ich das vergleiche mit den Plattformen, wenn irgendwie Frau Merkel mal so einen Bürgerdialog aufmacht, da gibt es irgendwie dann irgendwie Islamkritik und Waffenrecht, das kommt nach oben. Ja, das gibt es bei uns auch mal, aber bei uns ist das, was am Schluss als Ergebnis rauskommt, ganz was anderes. Also wir haben bewiesen, dass das nicht stimmt, was etablierte Politik immer behauptet hat. Wenn du die Bürger beteiligst, kommt nur Müll raus. Das ist das klassische Dogma gewesen, das ist die klassische Begründung, warum repräsentative Demokratie das einzig wahre ist, warum Volksabstimmungen nicht funktionieren können, warum die Griechen nicht über ihren Euro abstimmen dürfen, weil sie sind eh zu blöd. Das ist das Dogma und wir beweisen jeden Tag neu, dass wir nicht zu blöd sind, sondern dass sich solche Politik organisieren lässt. Also ja, ich finde, ich denke, ein Außenstehender oder was, sagen wir mal so, ich habe die Piraten eigentlich erst live erlebt, bevor ich sie online erlebt habe. Mhm. Und umgekehrt wäre ich wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt eingetreten, weil das
da komme ich noch nicht so sonderlich gut mit zurecht. Aber ich denke nicht, dass in der Außenwahrnehmung, dass Bürger weder andere Politiker oder was verstehen, dass wenn ein Pirat was sagt, das nicht automatisch die Parteimeinung ist. Und ich denke, das verwechseln eben noch viele, dass wenn eben einer in Erding oder sonst wo einen Mist erzählt, dass er das nicht für die Piratenpartei erzählt, sondern dass wir alle versuchen, uns auf eine Meinung zu einigen oder eine Lösung zu finden. Goodbye. Und dass dieser Prozess eben bei uns auch eben öffentlich ist, ich denke, führt zu vielen Missverständnissen, dass es heißt, die Piraten streiten nur und machen nichts. Ja, aber ich finde, dass sie das zu wenig selbstbewusst herausstellen. Dass, du hast das eigentlich eben auch die Trolle ein bisschen abgewertet in meinen Ohren. Ich meine, dass diese schrillen Töne, dass die auch zu Menschen gehören. Und wenn wir sagen, wir dürfen alle mitmachen, dann dürfen ja auch alle Anteile von uns selbst mitmachen. Das sind auch manchmal eben sehr empörte Anteile oder auch fetzige und so. Und das ist eine unheimliche Qualität, weil die anderen das alles verstecken. Da wird das alles runtergetan. Wobei das aber auch noch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Außenwirkung der Piratenpartei hinterherhinkt dem, was die Piratenpartei mittlerweile ist. Ich meine, wir haben 35.000, 37.000 Mitglieder auf einmal, sage ich jetzt mal, innerhalb relativ kurzer Zeit. Wie lange ist Berlin her? Ein Jahr. Dass da natürlich die Medien über die Piraten noch, ich sag mal, ein Bild transportieren, das älter als ein Jahr ist, eben diese Netzpartei und vielleicht noch jetzt zwei, drei neue Themen, aber die gesamte Bandbreite noch nicht mal in der Bevölkerung angekommen ist. Naja, also jetzt, wo ich mich in neuester Zeit eben als Pirat oute oder was nicht, dann hat eine ältere, gute Bekannte zu mir gesagt, ja, aber das sind doch lauter Nazis. Dann habe ich gesagt, Frau Sowieso, glauben Sie denn dann im Ernst, dass ich dann Pirat wäre? Dann sagt sie, nein. Ich so, ja, also. Ja, das ist wirklich auch noch ein Problem, wo wir nur gemeinsam immer wieder daran arbeiten können, dass die Medien überhaupt neue Kategorien entwickeln, uns anders beschreiben. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten von den Grünen und die sagt, ja, übrigens, wir streiten uns genauso viel wie ihr und die Töne sind teilweise noch viel schlimmer bei uns auf den Mailinglisten und bei uns in den Debatten. Das ist viel schlimmer als bei euch, nur bei euch ist es öffentlich. Und deswegen stürzen sich dann die Medien drauf. Und ja, mir fehlt dieser Disclaimer natürlich auch immer zu sagen, Piraten streiten sich über, wären sie eine andere Partei, hätten wir davon nichts mitbekommen. Also dieser Disclaimer fehlt mir, aber mehr als wünschen können wir es nicht, mehr als immer wieder sagen, wie du sagst, dann wäre ich nicht dabei. Natürlich sind wir nicht lauter Nazis. Natürlich die ein, zwei, drei Nazis, die da waren, oder auch wenn es mal mehr sind, mehr, das soll jetzt keine Beschwichtigung sein, dass ich jetzt drei aufzähle, das ist ein Problem gewesen, das haben wir gelöst, aber es ist natürlich medial sowas von groß gemacht worden. Ich glaube eher, dass, also zumindest in einem konkreten Fall, wenn wir schon das Thema anschneiden, würde ich fast sagen, es ist ein Medienproblem gewesen. Und zwar, wir hatten in Freising einen Vorstandsvorsitzenden, der dann geoutet wurde in seiner Vergangenheit und der arbeitet derzeit ganz massiv an einem Aussteigernetzwerk mit, da er selbst reingekommen ist und die Wege reinkennt und auch die Wege rauskennt. Und so was er mir mitgeteilt und erzählt hat, glaube ich nicht daran, dass der Verfassungsschutz noch Exit als linke Organisation irgendwie diese Möglichkeit hätte, diese Glaubwürdigkeit hätte, Leute aus dieser Szene wieder rauszuholen. Und ich würde auf jeden Fall mich davor verwahren, dass alles, wo Medien etwas mit Nazi verschlagwortet haben, dass da auch wirklich Nazi drin war. Ja, aber das siehst du ja, Entschuldigung. Da spreche ich aus. Das siehst du ja nun bei allen Medienthemen. Manchmal scheint ein bestimmtes Thema die Republik zu erschüttern oder jedenfalls zu einer Diskussion aufzustacheln. Und das würde ich auch so, verstehe ich die Medien auch in puncto Piraten. Dass die wirklich auch was von uns wissen wollen. Ich würde die da positiv sehen. Ja, es gibt Journalisten, die uns besser kennenlernen, die wirklich oft dabei sind, sich viel Hintergrundinformationen geben lassen. Und die Berichterstattung wird da auch besser. Aber es ist halt bisher 30%. Die meisten schreiben halt dann doch irgendwelche Agenturmeldungen nach.
oder irgendwelche pauschal aus der Ferne Beobachtungen. Das wird sich ändern. Das ist ein Prozess, daran arbeiten wir, da bin ich ganz beruhigt. Und ich glaube, was uns wirklich viel Mut machen kann, wir haben noch sehr, sehr viel Potenzial, was noch nicht wahrgenommen ist und was wir noch nicht umgesetzt haben. Insofern ja, haben wir viel Zukunft. Da habe ich wirklich gerne etwas sagen, was die Alt- und die Neupiraten nämlich hier vereint. Das habe ich vorhin entdeckt. Wir sind alle nicht klassisch verheiratet, die hier sitzen, und wir suchen alle noch irgendwo, nicht. Noch nicht. Ich nehme an, lieber Christopher, dass du auch nicht eine kleine, enge Kleinfamilie, wenn, dann haben wirst, sondern dass da auch sich das Piratische abbildet, was uns vereint, die Alten und die Neupiraten, nämlich mit vielen Menschen Kontakt aufzunehmen. Du bist, sagtest du, auch ein erklärter Single. Ja. Du bist es, glaube ich, auch. Du bist es noch? Ich bin kein Single. Ich bin kein Single. Nee, stimmt. Du, vergeben, ja. Du hast mich vorgestellt, ja, als verliebt in eine hübsche Piratin. Ja, gut. Du bist Polyamant, nennen die das immer. Ja, und wir haben aber auch Piraten, die in der Kleinfamilie leben. Und das ist auch ganz wichtig. Ja. Weil das ist wichtig, dass wir die Vielfalt, die verschiedenen Lebensformen repräsentieren bei uns. Und dass wir die alle gleichberechtigt akzeptieren bei uns. Und dass wir die Meinungen bei uns haben. Und wenn wir dann mit den Werten zusammenkommen, dann können wir gut miteinander politisch arbeiten. Ich glaube auch nicht, also das ist zumindest meine Beobachtung, dass ein Pirat mit Familie oder mit eigenen Kindern oder was ich wie, also dass der Familienstand eigentlich unerheblich ist für das Piratsein. Also, wir hatten heute Abend hier keine Zeit, um hier eine Sendung mitzumachen, weil die Kinder auch. Wir konnten jetzt nicht alle Piraten einladen, um alle zu repräsentieren, aber es gibt doch sehr viele, auch die Frau und Kind und Familie im traditionellen Sinn haben. Und das ist doch, gibt es. Im traditionellen Sinn. Dann erklär mir, was der traditionelle Sinn ist. Mann, Frau, Kinder, so wie wir es verstehen. Wäre aber auch eine eigene Sendung. Ich hätte jetzt noch eine allgemeine Frage an die Runde. Wir haben ja viele neue Piraten, die reinkommen mit ganz eigenen Ideen, ganz anderen Impulsen. Teile waren Trolle genannt, Teile waren auch so eher die Rechtsextremen oder Linksextremen. Wir haben Piraten mit ganz eigenen Themen. Was ist denn unsere Möglichkeit, um die vielen Neuen, die vielen Tausenden von neuen Piraten, die bei uns jetzt mitmachen möchten, zu integrieren, in diese Gruppe mit aufzunehmen, der bestehenden Piraten? Meinst du jetzt auch mehr die neuen, in die Arbeit zu bekommen, in die Mitarbeit, weil das wurde vorhin auch schon mal gesagt, dass das vielfach fehlt, nicht? Also ich fand, das war jetzt hier in München aber sehr gut gemacht. Also das war ja nicht so, dass mir jetzt Piraten nur Passivhilfe anbieten. Also es ist nicht so, wenn ich frage von wegen, was heißt das, wie geht das, dass die dann helfen, sondern dass ich eben an einem mehreren Workshops teilgenommen habe. Na gut, also irgendwo muss ich diese Informationen bekommen, dass ein Workshop stattfindet. Aber da bin ich hier immer mit gut versorgt worden, dass mir gesagt wird, so funktioniert Mumble, so funktioniert Wiki. Da sind die aber eben quasi auf mich zugekommen und haben gesagt, das und das erklären wir dir, wenn du Lust hast, komm. Das funktioniert in vielen Städten gut, mit Neupiraten-Stammtischen, Infoveranstaltungen. Wir haben jetzt vor dem Bundesparteitag in Bochum, gibt es in vielen verschiedenen Städten Antragskonferenzen, wo quasi der Parteitag vorgespielt wird. Ich habe jetzt oft erlebt, dass es irgendwie Lotsen gibt, die auf dem Parteitag ausgewiesen sind für Neupiraten, wende dich, wir helfen dir, wende dich an uns. Ich glaube, da ist eine hohe Sensibilität dafür da, dass es das braucht, diese Kontakte. Und ich glaube, jeder, der irgendwo Pirat ist und nicht komplett schüchtern, der ist auch in der Lage, einfach mal jemanden anzusprechen und wird dann weitergeleitet zu einer kompetenten Person. Wenn jemand sagt, ich bin im Themenfeld XY, würde ich mich gerne engagieren, worum soll ich mich da hinwenden? Und der hat es im Wiki noch nicht gefunden. Meistens reicht ja, wenn man Piraten AG und irgendeinen Namen eingibt bei Google und schon landet man auf der entsprechenden Seite. Aber wer das halt dann noch nicht so schnell rausfindet, der kriegt ja nicht sehr schnell Hilfe. Ja, man kann sich ja auch mit einer entsprechenden Eigeninitiative in die Themen einarbeiten und kann sich seine Prioritäten auch festlegen und sagen, okay, ich mache jetzt erstmal das und das und das und dann bringe ich mich mit meinen eigenen Themen noch mit ein. Also die Eigeninitiative muss schon dahinter stecken. Was aber ein größeres Problem ist dann der ländliche Raum, wo dann halt eben ein ganzer Landkreis nur 35 Mitglieder sind, 10% aktiv, dann sind das 3,5 Mitglieder und davon einer neu, der sich gerade für Mitarbeit interessiert, dann fällt da fällt viel runter. Einfach, da fällt viel von der Klippe. Da muss definitiv mehr gemacht werden. Ist das nicht das, wofür wir auch das Mumble haben, um diese einzeln verteilten Piraten zu integrieren? Aber letztendlich, dadurch, dass Piraten ja nicht mehr grundsätzlich IT-affin sind,
oder zumindest erwarte ich das nicht mehr grundsätzlich. Ich erwarte eigentlich, wie schon gesagt, so gewisse soziale Werte, ein gewisses soziales Umfeld, und dann ist man Pirat. Das hat aber dieses soziale Umfeld und auch die sozialen Werte haben aber nichts mit der Technologiefähigkeit und Willigkeit zur Benutzung zu tun. Und damit hat derjenige, der auf dem Land wohnt, einfach einen Nachteil. Zumal ja man sowieso einen Digital Divide Stadt-Land hat. Das ist grundsätzlich auf dem Land. Also ich habe auch in ländlichen Gegenden immer wieder gearbeitet und teilweise auch gelebt. Grundsätzlich natürlich ein Problem, dass man, wenn man an neuen Dingen arbeitet, die jetzt vielleicht in dem Dorf oder in der Dorfgemeinschaft nicht gerade Mehrheits sind wie Trachtenverein oder Schützenverein, dass man dann teilweise ohne Auto, ohne weiterzufahren zum nächsten Stammtisch 20 Kilometer, das ist auch in anderen Bereichen, wo man sich politisch engagiert, natürlich ein Grundproblem. Da können wir als Piraten, glaube ich, bloß gucken, wie wir vor Ort sind, dass wir das helfen, unterstützen. Und ich glaube, gerade im Wahlkampf, wenn der jetzt ist, wenn wir dann mit den Infoständen rausgehen, wenn wir dann auch im ländlichen Bereich von Ort zu Ort ein bisschen rotieren, dann kriegen wir viel Kontakt und dann gibt es wahrscheinlich wieder die nächste Mitgliedersturmwelle, also Sturmflut. Ich denke mal, die 50.000, 60.000 sind, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen dann doch ob der Herausforderung ein bisschen schaudert, aber die 50.000, 60.000er Marke, die ist dann, wenn der Bundestagswahl kommt, nicht mehr weit. Da haben wir dann kommt ein ganzer Berg neuer. Und die müssen und bis dahin sollten die jetzigen Neupiraten so weit sein. So viel schon mit integriert, meine ich jetzt nicht politisch integriert, sondern vor allem von dem Sozialen her, von dem Verstehen, wie alles abläuft, von der Organisation her. Weil das ist ja das, es gibt ja in allen Parteien Piraten, das haben wir ja gesagt. Pirat ist ja eine innere Haltung. Aber das ist, um in die Organisation reinzugehen, das ist halt dieser Schritt, den man irgendwann mal macht. Und die Neupiraten, die jetzt da sind, sind die Altpiraten in einem Jahr. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen ist es so wichtig, sie zu integrieren, weil wir brauchen sie ganz, ganz dringend als Lotsen, wenn wir in einem Jahr den großen Mitgliederansturm, den nächsten, haben. Und wie hast du es vorhin genannt, die Holzmedien, ja, die ich ja auch noch sehe. Ich denke, das kommt dann nämlich auch beim Wahlkampf noch raus, dass wir sagen, okay, nicht nur das Internet ist ein super Tool, was wir nutzen können, aber wir brauchen dann eben auch die Holzmedien, also Print und Hörfunk und was es alles noch gibt an den alten Medien, um da eben auch noch andere Leute zu erreichen, Leute, die vielleicht entweder nicht ins Internet können, weil sie am Land so abgelegen liegen, oder es noch gar nicht versucht haben, altersbedingt oder wie auch immer. Darf ich zusammenfassen? Ich würde gerne, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Kurz, sag noch deinen Satz. Mir fehlt auch etwas noch, weil du jetzt gerade diese aufkommende Arbeit für die ganzen Wahlen nennst. Ich denke, dass wir parallel zu dieser ganzen Mobilisierung für die vielen Nichtwähler und die Leute, die einfach auch ratlos sind mit ihrer Lebensform, dass wir da den Hintergrund der Piraten noch mal wirklich miteinander erarbeiten müssten, damit die pragmatisch vorne vorgehen, die politischen Themen setzen, diesen Hintergrund haben. Und der ist meiner Meinung nach nicht sehr gut definiert bei den Piraten. Ist auch verständlich, weil sie gerade sich erst erfinden. Also kann man das auch noch nicht so wissen. Und da fehlt mir also wirklich sehr viel Arbeit noch, die wir machen müssten. Also deswegen ja hier auch der Talk, aber das... Ich freue mich auf den nächsten Blogbeitrag zu dem Thema. Gerne. Genau. Also um zusammenzufassen, haben wir heute auch gehört, dass es nicht unbedingt um den Konflikt zwischen Alt und Neu geht, sondern gerade um die Integration. Wie Johannes sagte, dass wir jetzt eventuell nach der Bundestagswahl tausende neue Piraten haben werden, die uns noch beitreten, die mit in unsere Gruppen eintreten werden und mitmachen wollen. Da ist es nur eine Frage der effektiven Integration der Neuen in das bestehende System. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eine rosige Zukunft vor uns. Also ich danke auf jeden Fall allen Anwesenden. Christa, haben wir noch Schlussworte? Ja, jedenfalls war es schön, dass ihr hier wart und wir üben weiter und wollen uns auch noch steigern, natürlich, ich hoffe. Aber es war schon, hat mir Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Ja, genau. Danke euch. Es war unsere erste Sendung, es ist unsere Premiere-Sendung und wir versuchen derartige Sendungen auch einmal im Monat zu machen. Und vielleicht später sogar öfter, wer weiß. Mal gucken wir mal. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Das nächste Mal ist unsere Sendung geplant am 27.10.2012, also nächsten Monat auch schon gleich wieder. Und wir danken allen Gästen, dass sie bei uns anwesend waren, dem Publikum, dass sie zugehört haben und auch allen Zuschauern daheim vor ihrem PC, die im YouTube oder wo auch immer wir das alles veröffentlichen. Wenn ihr uns auf unserer Internetseite sehen wollt, dann findet ihr die unter pir.at.
/piratentv. Wir werden das natürlich dann auch einblenden. Zumindest hoffe ich, dass das der Volker hier dann auch mein macht. Ring. Ich danke sich noch mal hier ganz genau zeigen. Ich danke noch mal allen Beteiligten, auch vor allem allen Beteiligten der IG Piratentv, die uns hier mit viel geholfen haben beim Aufbau, bei der Kameraführung und am Ende auch beim Schnitt, damit ihr das zu Hause sehen könnt. Vielen Dank an alle und einen schönen Abend.